Morgen. Guten Morgen. Wir haben es geschafft. Es ist 9 Uhr und wir sind schon auf der Strecke. Jetzt geht's in Schwarzwald. Jetzt geht's. Gabi und Reinhard, danke für den schönen Abend gestern. Den schönen Tag. Oder den schönen Tag. Schön, dass wir uns kennengelernt haben. Ganz nette Gespräche über das schönste Hobby der Welt. Ja, mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Bin ich gespannt. Ich denke mal, das wird nicht das letzte Treffen zwischen uns gewesen sein. Ja, jetzt fahren wir nach Hofstetten. Dort besuchen wir eine Freundin. Und von dort aus, das ist dann schon im Schwarzwald drin. Und haben jetzt ungefähr 320 Kilometer vor uns. Jetzt noch 300. Naja. Das ist jetzt die erste Mal die längste Strecke, die wir fahren. Ja. Von dort aus machen wir ja dann etappenweise den Schwarzwald. Lernen wir den Schwarzwald kennen. Uns hat der Tag gestern in Albertshof noch mal gut getan. Ja. Und das ist das Schöne mit dem Wohnmobil. Man ist flexibel, unabhängig. Kein Termindruck. Man muss sich keinen Druck aussetzen. So. Richtig. Außer wenn man eine Fähre gebucht hat, oder? Dann ist es was anderes, aber so wie wir jetzt gerade hin, braucht man, kann man eben auch einen Tag länger bleiben. Na gut, wir melden uns nochmal sicherlich im Laufe des Tages und dann bis dahin. Tschüss. Ich erfülle Manuela einen Wunsch. Sie hat gesagt, sie will mal fahren. Ja. Da habe ich einfach auf dem Parkplatz angehalten. Was ist jetzt? Ich sag, du fährst jetzt. Aber sie fährt. Ich war gar nicht drauf vorbereitet. Weil es eigentlich untypisch ist, dass Jens sein Lenkrad aus der Hand gibt. Was ist jetzt? Okay, alles klar. Nur mal so ein kurzer Zwischenschnitt, gell? Ihr seht, Schwarzwälder Bode, wir sind im Schwarzwald angekommen. Jo, in Haslach.
oder Hasloch, Loch. Wie heißt das, Elke? Haslach? Haslach. In Haslach sind wir. In Haslach sind wir. Jetzt mal so einen kleinen Spaziergang hier machen, Kaffee trinken. Wir sind zu Besuch bei unserer Freundin hier im Nachbarort in Hofstetten. Und das hat uns bei der Durchfahrt schon ganz gut gefallen. Deswegen sind wir jetzt nochmal hierher gefahren. Schönes, kleines, niedliches Städtchen. Schön anzusehen. Ja, wir drehen uns dann mal so leise weinend. Ja, hier hinten ist eine schöne Gaststätte. So, bleiben wir uns hier. Das ist so ein bisschen der Hauptstraße. Ja, schöne Fachwerkbauten. Und ich sehe gerade, hier gibt es auch einen Volksschriftsteller. Genau. Den Heinrich Hans Jakob. Hans Jakob, okay. Naja, wir werden jetzt hier noch ein bisschen durchlaufen und dann noch ein bisschen was angucken. Mal sehen, was wir noch so alles zu sehen bekommen. Landschaftlich liegt das alles sehr schön. Schade, dass jetzt nicht mehr blauer Himmel ist. Ist jetzt wir doch kennen ja den Schwarzwald ja eigentlich schon durch den Fernsehen, durch die ganzen Heimatfilme, die alten, haben wir uns doch früher reingezogen. Jetzt gucken wir nur noch YouTube, keine Heimatfilme mehr. Na gut, alles klar. Also wir melden uns. Wir sitzen im Café. Wir sind im Schwarzwald, gell? Und was gibt es im Schwarzwald, wenn man Kaffee trinkt? Schwarzwälder Torte. Schwarzwälder Torte. Granaten Torte. Das ist so ein Kavinsmann. Aber nicht, dass er denkt, Manuela ist alleine, gell? Hier ist noch einer. Wir sind ja im Urlaub. Jo, jetzt sind wir im Schwarzwald angekommen. Mal sehen, was es da noch so gibt. Schwarzwälder Torte. Schwarzwälder Kirschtorte. Ist und Papa nicht so viel. So, jetzt haben wir uns kalt mal. Ist es. Was ist das? Ich weiß nicht, was kalt ist. Wir sind jetzt mal wohin gefahren? Kinzing. Der Jens erzählt jetzt, weil. Also, ich habe mich jetzt mal hier hochchauffieren lassen, weil ich ja mal ein bisschen eine Aussicht auf den Schwarzwald haben wollte. Wenn ich schon hier bin, dann will ich ja was vom Schwarzwald sehen. So, wir sind jetzt an dem schönsten Aussichtspunkt vom Kinzigtal. Das Hofstetten und das. Breitebene. Davor der Ort. Haslach und Hofstetten sind im Kinzigtal und wir sind jetzt hier oben praktisch an der Breitebene, ganz oben in ungefährer Höhe. Naja, muss ich mal googeln, finde ich bestimmt. Und haben mal so in, ja, das ist hier Westrichtung einen Blick auf den Schwarzwald und hier in Ostrichtung auch nochmal. Das sind schon ganz schön hohe Berge, aber durchaus zu vergleichen, auch mit dem Thüringer Wald, würde ich sagen. So von der Landschaft her. Nee, wir sehen das. Wir sehen das. Wir kriegen gerade Zeichen, wir sollen es höher halten. Wir sehen das aber alles. Ich mache dann nochmal hinten ein kleines Video, was ich jetzt hier noch gedreht habe. Da seht ihr das mal ein bisschen besser. Und dann schon schöner Flecken Erde hier. Ja, Schwarzwald. Also ja. Bis jetzt gefällt es uns. Auch wenn wir erst ein paar Stunden hier sind. Der